eine Tasche 99% aus Luft und 1% Glas. Kuperni hat es mal wieder geschafft. Und ignoriere einfach das Hintergrundrauschen. Niemand pinkelt da, das ist gerade mein Experiment, das läuft. Du kennst vielleicht noch dieses Kleid hier, was Bella Hadid angezogen wurde oder eher aufgetragen wurde bei der Fashion Show. Kuperni hat was Neues entwickelt. Und zwar hat es ein Material benutzt, was von der NASA hergestellt wurde, Aerogel. Und der Name ist da Programm. Das bedeutet, mit einem ganz speziellen Verfahren wird aus Kieselsäure ein wässriges Gel. Und das wird dann auch wieder mit einem ganz speziellen Verfahren getrocknet. Und somit entsteht ein Netzwerk aus Poren und 95% Luft. Die Tasche besteht aus 99% Aerogel und 1% Glas, damit es die Form behält. Und daraus haben sie jetzt eine Tasche gemacht. Sie wiegt gerade mal 35 Gramm und kann bis zu das 4000-fache ihres eigenen Gewichts tragen. Für was NASA so ein Material braucht? Damit versuchen sie Sternenstaub einzufangen im Weltall. Hast du noch Fragen dazu? Schreib sie in die Kommentare und bleib neugierig.